Aber wenn wir seit Jahren immer wieder spüren, dass er es eigentlich machen möchte, aber tut es nicht, dann wirkt das, ja, dann zeigt uns das einfach, dass wir diesem Mann nicht vertrauen können. Dass dieser Mann nicht alles für seine Mission gibt, sondern ja, dass er sein volles Potenzial eben nicht auslebt. Und dem können wir uns dann eben auch nicht hingeben und auch sexuell nicht hingeben, wenn wir diese Sicherheit von einem Mann eben nicht haben. Das heißt, als Frau braucht man vor allem anderem an Sicherheit, vor allem einfach diese Sicherheit, dass der Mann weiß, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du diese Woche auch mit dabei bist bei dieser neuen Folge. Ja, und in der heutigen Folge geht es um das spannende Thema, wie du dich beim Sex einem Mann hingeben kannst und ja, einfach das Vertrauen zu ihm finden kannst und dich einfach ganz fallen lassen kannst beim Sex. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann teile sie doch gerne mit einer Freundin und schau auch gerne unter meinem Instagram-Account vorbei, der heißt Tabea Jentges. Jentges schreibt man J-E-N-D-G-E-S und ja, dann Tabea Jentges einfach ohne Punkt und ohne Leerzeichen. Ich werde den Link auch nochmal in die Shownotes packen und ja, vielleicht auch in die Beschreibung. Und ja, ich habe jetzt seit einigen Wochen benutze ich Instagram wieder. Ich hatte in der ja, vergangenen Zeit, in den vergangenen Jahren immer mal wieder Instagram-Accounts, habe die aber immer wieder gelöscht, weil ich das Konzept von Instagram einfach, ich sag's mal, sehr schwierig finde. ja, weil mir das häufig so vorkommt, als wäre sehr viel Content darauf einfach sehr oberflächlich und ich möchte eigentlich so mit der Arbeit, die ich mache, sehr tief gehen. Deswegen fiel mir das immer so ein bisschen schwer, ja, die Tiefe, die ich jetzt zum Beispiel beim Podcast habe oder bei einem Blog oder sowas oder bei einem Video eben in so einen kleinen Instagram-Ding reinzupacken. Aber ja, ich habe mich jetzt mal zusammengerissen und versuche einfach, ja, so tiefgehend und authentisch wie möglich auf Instagram zu machen. Das heißt, falls du auch Instagram hast, dann schau gerne mal vorbei. Und ja, ansonsten kommen wir jetzt zum richtigen Start der Podcast-Folge. Und der erste Punkt, der so, so, so unglaublich wichtig ist, ist einfach, dass du Vertrauen zu diesem Mann hast. Also, wenn du kein Vertrauen zu dem Mann hast, mit dem du schläfst, dann kannst du quasi komplett einpacken. Dann wird das mit dem dich hingeben und loslassen, wird einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, es gibt da draußen sehr, sehr viele Frauen, die eben intim werden mit einem Mann, dem sie eigentlich aus irgendeinem Grund nicht vertrauen. Und die sich dann irgendwie die Schuld geben, wenn sie sich viele Gedanken machen, wenn sie vielleicht nicht so erregt sind, wie sie sein könnten. Und versuchen dann irgendwie eine Lösung zu finden, wie sie sich dem Ganzen eben so hingeben können. Und das funktioniert so einfach nicht. Das heißt, das ist wirklich der erste Punkt. Und das ist meiner Meinung nach auch die Lösung für ganz viele Fälle, in denen sich Frauen nicht fallen lassen können. Dass es einfach daran liegt, dass sie eben diesem Mann nicht vertrauen können. Und es kommt jetzt natürlich darauf an, was der Grund ist, warum du dem Mann nicht vertrauen kannst. Also es gibt natürlich auch einfach Männer, denen du nicht vertrauen solltest, wo es auch keine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu verbessern. Die vielleicht Männer sind, die unzuverlässig sind, die sich kaum bei dir melden, die dich vielleicht einfach nicht gut behandeln. Da sollte es dann nicht darum gehen, wie du lernen kannst, diesen Männern zu vertrauen, sondern ja, da kann man einfach nichts anderes sagen, als wenn ein Mann wirklich unzuverlässig ist und
dir nicht das gibt, was du verdient hast, dann solltest du mit so einem Mann natürlich nicht schlafen. Und dann gibt es da auch keine Möglichkeit, irgendwie zu lernen, Vertrauen zu dem zu finden, weil man so einem Mann eben erst gar nicht vertrauen sollte. Aber natürlich gibt es da draußen auch andere Männer, bei denen man auf jeden Fall lernen kann, ihnen Vertrauen zu schenken und ja, mit denen man eben gemeinsam daran arbeiten kann, dass sie eben zu Männern werden, denen man mehr vertrauen kann und dass du im Gegenzug eine Frau wirst, die sich eben mehr hingeben kann und die mehr Vertrauen zu ihm finden kann. Und was einfach sein kann, ist, dass du einen Mann an deiner Seite hast, der total super nett ist, der dich wirklich gern hat, der dich schätzt, der ja, mit dem es eigentlich vielleicht auch im Bett gut funktioniert, so, wo du aber einfach das Gefühl hast, dass du dich aus irgendeinem Grund einfach nicht hundertprozentig fallen lassen kannst. Und ganz häufig liegt das einfach an irgendeinem Grund, den du vielleicht ein bisschen verdrängt hast. Und zwar ist es so, dass Frauen eigentlich gerade in Bezug auf Männer sehr, sehr feinfühlig sind und irgendwo in deinem Unterbewusstsein ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass du schon weißt, warum du diesem Mann nicht vertrauen kannst, aber es eben nicht zulassen möchtest, weil du vielleicht Angst hast, dir das irgendwie zuzugestehen, weil du das vielleicht nicht sehen möchtest oder vielleicht, weil du denkst, dass du eh nur übertreibst. Aber ich möchte dir einfach mal ein paar Gründe vorstellen, die halt sehr typisch sind, warum Frauen Männern beim Sex nicht vertrauen können. Und ja, manchmal hat das mit dem Sex selbst zu tun, aber ganz häufig sind das halt Gründe, die mit dem Sex an sich eigentlich gar nichts zu tun haben. Und der erste Grund, der super häufig vorkommt, ist, wenn der Mann nicht mit seiner Mission verankert ist. Das heißt, wenn der Mann einfach gar keine Ahnung hat, was er mit seinem Leben anstellen soll, wenn er keine großen Ziele hat oder wenn er ein Ziel hat, das einfach nicht verfolgt, sich das einfach nicht zum Herzen nimmt, ist das sehr häufig ein Grund, warum Frauen sich bei dem nicht sicher fühlen können, weil Männer, solange die sich halt nicht mit ihrer Mission verbunden fühlen, auch einfach diese Sicherheit nicht haben können und dementsprechend das eben auch nicht ausstrahlen können. Und wenn du jetzt nicht weißt, was ich mit einer Mission meine, ist, dass eine Mission von einem Mann einfach das ist, wofür er quasi lebt. Und eine Mission muss jetzt auch nicht immer dasselbe sein. Das kann sich über das Leben auch verändern und die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr groß, dass sich das in irgendeiner Art und Weise eben verändern oder zumindest entwickeln wird. Aber das ist einfach so der Antrieb, warum er morgens aufsteht. Und das kann alles Mögliche sein. Das ist sehr häufig etwas Berufliches, etwas, so ein Calling, das man eben hat. Und es muss aber nicht unbedingt etwas Berufliches sein. Das heißt, es kann auch die Ausübung von einem Hobby sein. Das kann die Gründung einer Familie sein. Das kann ja, einfach ein freizeitliches Projekt sein, das er angeht. Vielleicht irgendwas Handwerkliches oder so. Also es kann eigentlich im Endeffekt alles Mögliche sein. Und es geht einfach darum, dass ja, dass dem Mann das sehr am Herzen liegt, dass er eine tiefgehende Verbindung dazu spürt und dass er einfach so eine unglaubliche Leidenschaft für diese Mission hat. Und wenn ein Mann so etwas nicht hat, wenn er ja keine Mission in seinem Leben hat oder die eben nicht auslebt, dann hat er kein Ziel, wonach er wirklich greifen kann, beziehungsweise die Ziele, die er dann haben wird, werden sehr oberflächlich sein, werden ja, meistens sehr kleine Ziele sein und Ziele sein, die ihn nicht wirklich voranbringen. Und das ist für einen Mann einfach so, so unglaublich wichtig, dass er weiß, was seine aktuelle Mission ist. Und das heißt jetzt auch nicht, dass die Mission immer unglaublich groß sein muss. Das heißt, es muss jetzt nicht heißen, dass die Mission jetzt die ganze Welt rettet. Aber es ist einfach wichtig, dass es etwas ist, was ihm eben sehr am Herzen liegt und was für ihn einfach eine große Rolle im Leben spielt. Und da draußen gibt es einfach so viele Männer noch, die so eine Mission nicht haben, die dann ja, die quasi dann nur so vor sich hin dümpeln. Und natürlich
kann es für eine Frau auch wichtig sein, eine Mission zu haben. Aber für Männer ist es einfach noch viel, viel wichtiger, einfach den Grund zu wissen, warum sie eben leben, weil Männer, die ihre Mission nicht kennen, haben keinen Antrieb, die haben keinen Grund, warum die morgens wirklich aufstehen. Die wissen nicht, ja, wonach sie sich richten sollen in ihrem Leben, wonach sie ihre Entscheidungen treffen sollen. Und wenn ein Mann diesen Kompass einfach nicht hat, ist es für Frauen quasi unmöglich, diesem Mann wirklich zu 100% zu vertrauen. Weil was Frauen natürlich brauchen, ist einfach eine gewisse Sicherheit. Diese Ge Sicherheit, dieser Mann möchte seine Zeit mit mir verbringen, der ist jetzt nicht morgen einfach weg. Und ja, die möchten einfach wissen, dass dieser Mann jetzt so gerade an ihrer Seite ist. Und ein Mann kann diese Sicherheit nur wissen, wenn oder nur kennen, wenn er eben seine Mission kennt. Sagen wir jetzt also mal, die Mission von einem Mann wäre zum Beispiel eine Familie zu gründen. Und er würde sich dieser Mission bewusst sein und ja, für ihn wäre das ganz klar, dass es das nächste Ziel ist, was er erreichen möchte oder das Ziel, das er in der Zukunft erreichen möchte. Und würde er sich halt erst gar nicht mit einer Frau treffen oder sie daten, wenn diese Frau nicht ein Interesse daran hätte, eine Familie mit ihm aufzubauen, weil das eben nicht in seine Mission reinpassen würde. Während er sich dann eben eher eine Frau suchen würde, natürlich, die diese Mission unterstützt. Das heißt, eine Frau, die selber Kinder haben möchte und selber eine Familie gründen möchte. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Mann die Mission hat, die ganze Welt zu erkunden, alle 5 Kontinente zu bereisen und da irgendwie ein Abenteuer draus zu machen. Wenn das jetzt seine Mission wäre, dann würde er, naja, entweder würde er sagen, ich habe gar keine Zeit für eine Frau, weil ich will meine ganze Zeit eben und Energie in diese Reisen reinstecken. Oder er würde halt sagen, ja, ich suche mir jetzt eine Frau, die mitkommen möchte, die auch verreisen möchte und würde sich dann eben keine Frau heraussuchen, die jetzt in den nächsten Jahren zu Hause bleiben möchte und ja, Kinder großziehen möchte. Und das ist für Männer einfach so wichtig, dass sie eine Mission haben, wonach sie eben die restlichen Bereiche ihres Lebens anpassen können. Und wenn man als Frau diese Sicherheit vom Mann sehen kann, wenn man einfach weiß, okay, er hat diese Mission, er ist verbunden mit seiner Vision für die Zukunft, er weiß, was für Ziele er hat. Und wenn man dann auch sieht, dass er diese Ziele wirklich verfolgt, hat man einfach etwas, worauf man sich verlassen kann. Und dann weiß man, okay, er hat mich nicht einfach mal so ausgewählt, weil ich gerade mal so die erstbeste Frau bin, die angetanzt ist, sondern hat mich wirklich aus dem Grund gewählt, weil ich in sein Leben reinpasse, weil er mich wirklich bewusst in seinem Leben haben möchte. Und ja, wenn wir als Frau einfach sehen, dass ein Mann seine Mission kennt, ist das für uns auch einfach so ein Zeichen, dass er sein Leben im Griff hat. Und klar, ein Mann, der sein Leben im Griff hat, dem können wir uns natürlich 1000-mal eher hingeben als einem Mann, der keine Ahnung hat, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Das heißt, wenn du aktuell das Gefühl hast, dass, ja, dass du deinem Mann nicht vertrauen kannst, es aber jetzt nicht daran liegt, dass er dich irgendwie schlecht behandelt und dass er nie Zeit für dich hat oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass er vielleicht wirklich einfach seine Mission nicht kennt oder seine Mission kennt, aber sich einfach weigert, das anzugehen. Und als Frau kannst du das einfach spüren. Vielleicht kannst du das nicht genau benennen, was du spürst, aber du spürst einfach, irgendetwas stimmt hier nicht. Dieser Mann lebt nicht sein volles Potenzial aus. Dieser Mann lebt im Schatten von dem Ich, das er eben eigentlich sein könnte, wenn er seine Mission verfolgen würde. Das heißt, sagen wir mal, dein Mann ist zum Beispiel in einem Job gefangen, den er überhaupt nicht mag. Und seit etlichen Jahren sagt er immer wieder, ich würde so gern einen anderen Job machen, ich würde so gern XYZ machen. Und er hat aber einfach Angst zu kündigen. Er hat Angst vor den Konsequenzen, die es hat. Er hat keinen Bock, nochmal eine Ausbildung zu machen oder er hat zu viel Angst davor, sich selbstständig zu machen oder so. Und wenn ein Mann aber dieses Calling hat, einen anderen Beruf einzugehen, oder eine Selbstständigkeit zu starten oder so etwas,
und das Ganze aber nicht angeht, dann können wir Frauen das einfach spüren. Und am Anfang nervt es uns vielleicht nur ein bisschen, weil wir so denken, ja gut, hat er gerade erst herausgefunden, das dauert ja auch alles Zeit. Aber wenn wir seit Jahren immer wieder spüren, dass er es eigentlich machen möchte, aber er tut es nicht, dann wirkt das, dann zeigt uns das einfach, dass wir diesem Mann nicht vertrauen können. Dass dieser Mann nicht alles für seine Mission gibt, sondern ja, dass er sein volles Potenzial eben nicht auslebt. Und dem können wir uns dann eben auch nicht hingeben und auch sexuell nicht hingeben, wenn wir diese Sicherheit von einem Mann eben nicht haben. Das heißt, als Frau braucht man vor allem anderem an Sicherheit, vor allem einfach diese Sicherheit, dass der Mann weiß, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Und ich glaube sogar, dass diese Sicherheit von dem Mann, dass er einfach weiß, was er mit seinem Leben anstellen möchte, sogar noch ein wenig wichtigerer ist, als die Sicherheit zu wissen, wie beständig die Beziehung von den beiden ist. Das kann man einfach daran erkennen, dass, sagen wir mal, es da draußen eben auch Männer gibt, die Frauen jetzt nicht so toll behandeln und sich nicht so oft melden, aber ganz genau wissen, was ihre Mission ist und mit dieser Mission einfach verbunden sind. Und diese Männer kriegen meistens viel mehr Frauen ab als eben Typ, der eben nicht weiß, was seine Mission ist. Und ich glaube, das ist für Frauen einfach unglaublich, unglaublich wichtig ist. Ja, und da ist natürlich die Frage, was du da als Frau jetzt tun kannst. Und das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist, den Mann darauf einfach anzusprechen. Also ich würde sagen, es kommt jetzt drauf an, wie tief die Beziehung zwischen euch ist. Also wenn das jetzt ein Mann ist, mit dem du eine Beziehung hast oder ein Mann ist, mit dem du dich schon seit sehr langer Zeit triffst, dann hast du definitiv die Möglichkeit, das einfach anzusprechen und einfach zu sagen, du, ich habe irgendwie das Gefühl schon seit langer Zeit, dass du eigentlich etwas ganz anderes mit deinem Leben machen möchtest, dass du eigentlich, dass du Träume hast, denen du nicht nachgehst. Und du kannst ihm das ja dann einfach so sagen, dass du eben das Gefühl hast, dass er sein Leben so nicht lebt, wie er es leben könnte. Und dass es dir schwerfällt, ihm zu vertrauen, wenn er dir eben nicht dieses Vertrauen geben kann, dass er sein Leben nach seinen Maßstäben lebt, nach seiner Mission lebt, wirklich. Und ja, wie gesagt, wenn ihr in einer Beziehung seid oder wenn ihr beide euch schon sehr lange kennt, dann ist es natürlich kein Problem, das anzusprechen. Wenn das jetzt ein Mann ist, den du erst seit sehr kurzer Zeit triffst oder den du vielleicht nicht so regelmäßig sehen kannst oder möchtest, weiß ich nicht, ob man da so viel machen kann. Also ich würde tatsächlich sagen, wenn das jetzt ein Mann ist, den du jetzt erst ein paar Mal getroffen hast, würde ich meine, du kannst es natürlich versuchen, es anzusprechen, aber ich würde dann tatsächlich eher nach einem Mann suchen, der eben seine Mission kennt, der weiß, was er möchte. Und wie gesagt, wenn ihr jetzt schon euch Ewigkeiten kennt oder wenn ihr jetzt schon zusammen seid, ist es natürlich nochmal was anderes. Dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, mit diesem Mann einfach darüber zu sprechen und ja, deine Gefühle dazu anzusprechen. Aber wenn es eben Mann ist, den du noch nicht so kurz kennst, den du erst kurz kennst, dann ja, würde ich halt vielleicht schauen, ob das so der Mann ist, den du wirklich treffen möchtest und ob du nicht direkt von Anfang an dir eben lieber einen Mann suchst, der eben weiß, was er möchte. Der zweite Punkt, der häufig vorkommt, ist, dass du nicht weißt, wo du bei ihm stehst. Und ja, das gibt es sehr häufig, dass Männer sich einfach nicht festlegen möchten, dass die dir keine Sicherheit darüber geben können, was jetzt genau Sache zwischen euch ist und ja, sich einfach vor dieser Verantwortung eben drücken möchte. Und wenn man nach diesem tantrischen Konzept von einer Beziehung eben geht, ist es die Aufgabe von einem Mann oder beziehungsweise von dem männlichen Part der Beziehung, was ja auch in manchen Fällen die Frau sein kann, aber in den meisten Fällen ist es eben der Mann, ist es die Aufgabe, das Konzept der Beziehung festzulegen und
einen sicheren Weg einzuschlagen, dem der weibliche Part eben vertrauen kann. Und wenn du dich jetzt schon seit einer ganzen Weile mit einem Mann triffst und einfach überhaupt nicht weißt, was Sache zwischen euch ist und ja, wie es mit euch weitergeht oder so, dann kann das halt totale Unsicherheit in dir hervorrufen und ja, kann eben dazu führen, dass du dich dem Mann eben nicht ganz hingeben kannst. Ja, und ich hatte das halt in der Vergangenheit ganz lange so, dass ich gesagt habe, ach ja, komm, ich fange einfach mal locker an und dann schaut mal einfach mal, was sich daraus ergibt. Und die Wahrheit ist aber, dass ich mich diesen Männern, mit denen das so gelaufen ist, einfach nie wirklich hundertprozentig hingeben konnte. Also natürlich ist es möglich, Sachen sehr, sehr locker anzugehen und ja, keinen großen Plan zu haben, wo das Ganze hingeht und man guckt einfach mal. Und wenn beide damit einverstanden ist, ist da natürlich auch nichts dran auszusetzen. Aber ich habe für mich einfach festgestellt und ich habe gemerkt, dass es sehr vielen Frauen so geht, dass man sich als Frau sexuell einfach da nicht hundertprozentig hingeben kann. Und am Anfang hat mich das vielleicht noch nicht so sehr gestört, aber umso tiefgehender mein Bedürfnis nach, oder sagen wir es andersrum, umso größer mein Wunsch nach tiefgehender Sexualität geworden ist und je tiefer meine Sehnsucht danach geworden ist, mich einem Mann sexuell wirklich komplett hinzugeben und mit dem so zu verschmelzen, desto klarer ist mir eben geworden, dass ich mit so oberflächlicher Sexualität einfach nichts mehr anfangen kann und dass dieses, ja, man schaut irgendwie mal, wo es hingeht, man hat eigentlich gar keinen Plan, dass es einfach nichts ist, was ich eben vertrauen kann. Und ja, gerade auch zum Anfang, als ich diesen Podcast gemacht habe, war ich tatsächlich noch viel mehr in dieser Auffassung, so, ja, man guckt einfach mal und schaut, was passiert. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass man jetzt irgendwie von Date 1 irgendwie direkt in irgendwas Festes reinspringen soll oder dann schon großartig was festlegen soll. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man eine Ahnung hat, wo es eben hingeht und dass der Mann auch weiß, was er eben möchte, dass man halt ganz klar von dem Mann weiß, ja, zum Beispiel, ich suche dauerhaft eigentlich was Festes und zwar was monogam Festes oder dass er eben sagt, ich suche eher eine offene Beziehung oder dass er eben sagt, ich suche gerade gar keine Beziehung, ich suche jetzt einfach nur was Lockeres. Und dass man von dem Mann einfach ganz, ganz klar weiß, wo die Reise halt hingeht. Und das heißt dann halt, wie gesagt, also ich würde mich auch nie im Leben jetzt irgendwie nach ein paar Dates in eine Beziehung reinstürzen oder sowas. Aber ich finde, es ist einfach als Frau unglaublich wichtig, dass man weiß, wo die Reise halt potenziell hingeht. Und das kann natürlich sein, dass man ja, sich irgendwie ein paar Wochen trifft oder ein paar Monate und dann merkt man so, ja, okay, eigentlich hatte man das Ziel, vielleicht in der Beziehung zu landen, man hat aber gemerkt, es passt irgendwie einfach nicht. Dann wird halt doch einfach eine Freundschaft plus draus. Kann auch sein, dass man zuerst gedacht hat, ja, es ist halt nur was Lockeres und dann hat es sich aber mit der Zeit eben doch so hinentwickelt, dass es was Festes geworden ist. Oder man war ewig lang in einer monogamen Beziehung und sagt, jetzt wäre es aber doch irgendwie mal Zeit, die Beziehung zu öffnen für andere sexuelle Partner. Also es kann sich ja natürlich auch gerne mit der Zeit verändern, aber ich glaube, es ist wirklich einfach wichtig, als Frau zu wissen, was aktuell in diesem Moment einfach die Intention von dem Mann ist und dass man halt ganz klar weiß, was man von dem Mann erwarten kann, was man nicht erwarten kann. Und dass man als Frau eben auch weiß, was man möchte. Also, dass du halt sagst, der, ich will was Festes, dass du dann eben auch nichts anfängst mit einem Mann, der von Anfang an sagt, ich will nichts Festes. Der halt sagt, nee, also die nächste Zeit, was Festes ist nicht für mich, dass du halt direkt sagst, nee, sorry, möchte ich halt nicht. Wenn du jetzt gerade sagst, ey, ich jetzt gerade willst du eh keine Beziehung oder so, dann ist es natürlich vollkommen in Ordnung. Aber dass du einfach als Frau weißt, was du möchtest und du dir halt bei dem Mann, bei deinem Gegenüber eben klar sein kannst, dass der in dieselbe Richtung gehen möchte. Und wie gesagt, das muss ich ja nicht widersprechen mit einer gewissen Lockerheit. Also es muss ja jetzt nicht heißen, dass man dann nach zwei Dates direkt zusammenkommt und dann schon zusammenzieht und
die Kinderplanung irgendwie angeht. Also Sachen können sich ja gerne spielerisch mit der Zeit entwickeln, aber ich glaube, man braucht als Frau wirklich einfach ja einen Rahmen, in dem man sich eben sicher fühlen kann. Und wenn das bei dem Typen, mit dem du dich triffst, gar nicht der Fall ist, dann ja, wie sollst du dich dann dem eben sexuell hingeben? Gut, kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Und dieser dritte Punkt ist, dass dein Mann nicht das macht, was er sagt und nicht das sagt, was er macht. Und ja, das ist auch eine Sache, die Frauen wirklich in den Wahnsinn treiben kann. Und eine Sache, die du dich also eben dann sexuell auch nicht hingeben kannst, ist, wenn ein Mann ständig was sagt und es dann nicht einhält. Und das hat eigentlich, es hat eigentlich immer damit zu tun, mit dieser Sicherheit, die man als Frau braucht. Beim ersten Punkt war es ja auch so, dass du einfach diese Sicherheit brauchst, dass der Mann weiß, was er in seinem Leben möchte. Und der zweite Punkt hat damit zu tun, mit der Sicherheit von dem Rahmen, die der Mann euch beiden eben gibt, dass du diese Sicherheit hast, okay, dieser Mann möchte mit mir eine Beziehung führen in der Zukunft. Dieser Mann möchte mit mir etwas Lockeres haben. Dieser Mann möchte mit mir dies und das. Er möchte mit mir die und diese Ziele verfolgen, dass man das eben einfach weiß, dass man diese Sicherheit hat. Und das Dritte ist eben so eine Art allgemeine Sicherheit, die man einfach braucht, dass man weiß, okay, wenn ich einen Mann habe, der mir sagt, wir treffen uns am Wochenende, dann sehe ich den am Wochenende und nicht ein Typ, der dann irgendwie sagt, ja, komm, wir treffen uns am Samstag und du hältst dir dann den Samstag frei und freust dich und dann ruft er irgendwie einen Tag vorher an und sagt, du Schatz, tut mir leid, ich habe jetzt doch keine Zeit. Das ist natürlich ein Grund, dem Mann dann eben nicht mehr zu vertrauen. Ich meine, gut, klar, es kann immer passieren mal, ne? Also wenn man jetzt mal einmal spontan absagt, heißt es natürlich nicht, dass man sich nicht auf ihn verlassen kann. Aber es geht einfach darum, wenn er das halt regelmäßig macht oder wenn er auch sagt, ich rufe dich später um 19 Uhr an. Und dann ruft er entweder gar nicht an oder ruft erst 3 Stunden später an. Das ist dann eben auch so was, dass wir uns als Frauen darauf verlassen, dass wir ja einfach diese Sicherheit uns so sehr wünschen. Und ja, wenn dann so Versprechen gemacht werden, die nicht eingehalten werden, dann können wir dem Mann natürlich auch nicht vertrauen, dann können wir uns dem sexuell eben auch nicht hingeben, weil wir uns seiner Planung nicht hingeben können. Und das muss nicht mal zwingend irgendetwas mit uns zu tun haben, sondern es kann auch mit anderen Menschen in seinem Umfeld zu tun haben. Das kann zum Beispiel auch sein, dass er die Termine mit dir einhält, dass er seinen Freunden aber ständig absagt. Und du dann da mal merkst, okay, aktuell hält er zwar seine Termine bei mir ein, bei seinen Freunden aber nie. Kann ich ihm dann wirklich vertrauen, dass es in der Zukunft auch noch so sein wird? Oder wird er jetzt nächsten Monat auch plötzlich einfach anfangen, die Termine mit mir nicht mehr einzuhalten? Und ja, auch da fehlt einfach wieder diese Sicherheit. Du merkst wirklich ganz, ganz häufig hat dieses sich nicht hingeben können, einfach damit zu tun, dass irgendeine Form von Sicherheit dem Mann gegenüber eben fehlt. Ja, und dazu gehören eben auch so langfristige Dinge, dass man irgendwie sagt, ja, dass er sagt, ja, im Sommer fahren wir zusammen nach Spanien. Und dann ist der Sommer da und es gibt keine Planung. Und du hast dich darauf gefreut, du hast dir schon irgendwie Bilder ausgemalt, wie schön das alles sein kann und er macht das einfach nicht. Und ja, wenn wir im Alltag unserem Mann nicht vertrauen können, dann können wir eben sexuell gesehen eben auch einfach nicht vertrauen. Und hier hilft es halt auch einfach, ja, das Ganze anzusprechen und einfach zu sagen, du ehrlich gesagt, solange du immer deine Versprechen brichst, solange du sagst, du rufst mich an, tust es dann aber nicht, oder du sagst, wir treffen uns am Wochenende und dann sagst du ständig immer spontan ab, wenn das so ist, dann kann ich dir sexuell gegenüber einfach nicht hingeben. Und wenn du dann einen Mann hast, der darauf eingeht und der wirklich sein Bestes versucht, dann kannst du definitiv davon ausgehen, dass du diesen Mann auf jeden Fall an deiner Seite behalten solltest. Und wenn du es aber mehrere Male ansprichst und der Mann an deiner Seite lehnt das einfach komplett ab und sagt, das ist ja Schwachsinn und das stimmt ja nicht und bla bla blub,
dann ja, ist eben die Frage, ob das dauerhaft gesehen so der Mann ist, mit dem du deine Zukunft verbringen möchtest. Wenn das eben Mann ist, mit dem du darüber auch nicht kommunizieren kannst. Das heißt, es ist einfach wichtig, egal ob du jetzt seiner Mission nicht vertraust oder dass er einfach nicht das sagt, was er macht und eben nicht das macht, was er vorher angekündigt hat. Oder ob es daran liegt, dass du die Sicherheit einfach nicht hast. Von so einem Rahmen aus, dass du einfach nicht weißt, okay, was möchte der jetzt genau von mir? Will er jetzt zukünftig vielleicht eine Beziehung oder nicht? Dass man das eben einfach anspricht. Und was da einfach wichtig ist, ist, dass man, wenn man es anspricht, das nicht aus so einer Situation ausmacht, wo man eben komplett verzweifelt ist. Das heißt, natürlich hast du absolut das Recht darauf, zum Beispiel zu erfahren, was ein Mann jetzt mit dir vorhat, ob er gerne eine Beziehung führen möchte oder nicht. Das ist natürlich dein absolutes Recht. Das heißt aber nicht, dass du das Recht dazu hast, deinen Mann einzusperren und ja, ihm das Gefühl zu geben, dass er keine Freiheit mehr besitzt. Was ich damit meine, ist, dass du ein Recht darauf hast, natürlich auf die Sicherheit, dass wenn er sagt, er trifft sich am Wochenende mit dir, dass er da nicht spontan absagt und sagt, ja, sorry, hier sind die Jungs da und ich habe doch keine Zeit, darauf hast du natürlich ein Recht. Du hast jetzt aber nicht ein Recht darauf, dass ein Mann jetzt alles stehen und liegen lässt, nur um sich mit dir zu treffen. Das heißt, genauso wie du das eben ansprechen kannst, wenn er seine Pläne mit dir eben nicht einhält, ist es eben auch wichtig, dass, wenn du ihn fragst, zum Beispiel, ob er Zeit hat und er sagt, nee, ich bin ja schon mit den Jungs verabredet oder ich muss arbeiten oder ich will Sport machen oder sonst irgendwas oder ich brauche einfach Zeit für mich selbst, dass du ihm das dann nicht abstreitest, sondern dass du eben trotzdem diese Freiheit lässt. Und das ist eben ganz wichtig, weil ich glaube, viele Frauen denken irgendwie, dass freie Kommunikation bedeutet, dass du deine ganze eigene Abhängigkeit und deine ganzen eigenen Selbstzweifel quasi an ihn ranschmeißen kannst. Das heißt, es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ihr euch jetzt schon seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten irgendwie trefft, schon regelmäßig und ja, du einfach nicht weißt, in welche Richtung das jetzt geht und du das dann mal ansprichst. Oder ob ihr auf einem zweiten Date seid und du solche Verlustängste oder solche Klammerneigungen hast, dass du dann schon fragst, ja, sind wir jetzt zusammen, sind wir jetzt nicht zusammen? Und quasi nach dem zweiten oder dritten Date schon anfängst, über Kinder zu reden. Das ist jetzt natürlich nochmal was anderes. Und ja, was einfach wichtig ist, ist, dass dieser Ort, an dem du mit dem Mann an deiner Seite kommunizierst, ist es nicht aus einem Ort von deinen eigenen Selbstzweifeln und Ängsten und Klammerneigung kommt, sondern dass es aus einem Platz von Liebe und Freiheit kommt. Das heißt, natürlich hast du das Recht zu wissen, was dein Mann in der Zukunft möchte, ob der eben sich was Festes vorstellen kann oder nicht, ob er Zeit hat, dich jede Woche zu sehen, oder ob das mit ihm halt eher so eine Sache ist, dass er nur ein oder zweimal im Monat Zeit hat. Also so da eine klare Kommunikation vom Mann zu erwarten, dass er halt sagt, du, ich habe jeden zweiten oder jeden dritten Tag für dich Zeit, oder ich habe oder 3 Wochen im Monat habe ich gar nicht Zeit für dich, dafür habe ich dann eine Woche die ganze Zeit lang Zeit für dich oder so. Also dass quasi der Mann, mit dem du dich triffst, einfach sagt, wie viele Ressourcen er quasi für dich übrig hat, wie viel Zeit er dir schenken kann. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung, das zu erwarten. Aber du kannst jetzt natürlich nicht von einem Mann erwarten, nach ein paar Dates, dass er jetzt schon weiß, ob er die nächsten Jahre mit dir verbringen wird oder nicht. Und ja, das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig einfach, dass, und das ist wirklich auch schwierig, das ist mir in der Vergangenheit auch sehr schwierig gefallen, einfach da einen goldenen Mittelpunkt zu finden zwischen, dass wir auf der einen Seite uns jetzt nicht abspeisen lassen und nicht einfach sagen, ja, och, ja, keine Ahnung, wie oft ich dich sehe, keine Ahnung, was ich überhaupt in meinem Leben möchte, ja, mal gucken, dass wir uns damit jetzt nicht zufrieden geben,
Aber dass wir jetzt auch nicht wahnsinnig werden und irgendwie Torschusspanik bekommen oder was weiß ich. Und jetzt sagen, okay, ich treffe mich jetzt seit einem Monat mit diesem Mann und mir ist jetzt schon ganz klar, ich will auf jeden Fall Kinder mit dem und ich will ihn auf jeden Fall heiraten und wir werden jetzt für unser ganzes Leben lang zusammenbleiben. Das kannst du jetzt von einem Mann natürlich auch nicht erwarten. Und das ist natürlich auch keine gesunde Einstellung, jetzt nach einem Monat gemeinsamer Zeit, ja, dich jetzt schon in solche Fantasien reinzustürzen. Das heißt, finde einfach den goldenen Mittelweg, verlang schon eine gewisse Sicherheit, aber lass dem Mann halt trotzdem auch seine Freiheiten und ja, gib ihm nicht das Gefühl, eingesperrt zu sein, weil das ist das Gefühl, mit dem du jeden Mann sofort verjagen kannst. So, das ist jetzt quasi ja, der erste wichtigste Schritt. Quasi jetzt aus den drei Punkten, dass du einfach diese Sicherheit hast. Das heißt, dass du auf der einen Seite dich auf die Sicherheit seiner Mission verlassen kannst, dass du dich darauf verlassen kannst, ja, sagen wir mal, wie häufig ihr euch unbedingt ungefähr seht, dass du weißt, ob der Mann eine Beziehung sucht oder nicht, dass du weißt, was du von ihm erwarten kannst in den kommenden Wochen, wie viel Zeit er für dich hat oder eben auch nicht, dass er das ganz klar kommuniziert. Und eben auch, dass er seine Versprechen einhält und dass er einfach das sagt, was er eben macht und das macht, was er sagt. Das heißt, das ist überhaupt mal die Grundbasis, ohne die nichts funktioniert. Also wenn irgendeiner dieser drei Punkte, ja, bei deinem Mann nicht der Fall ist, dann, ja, muss man gar nicht weitergehen. Also das heißt, diese drei Schritte, diese drei Punkte sollten auf jeden Fall da sein. So, jetzt kommen wir zum nächsten größeren Punkt oder sagen wir mal zum nächsten Schritt. Und zwar, wenn der Mann an deiner Seite vielleicht total vertrauensvoll ist, seine Mission kennt, das tut, was er ankündigt, auch seine Freundin nicht im Stich lässt und so weiter. Also ein Typ ist, dem man wirklich vertrauen kann. Vielleicht aber einfach absolut keine Ahnung von weiblicher Sexualität hat. Und das ist eigentlich ein Punkt, der super, super, super angenehm ist. Weil einem Mann beizubringen, wie weibliche Sexualität funktioniert, ist viel, viel, viel einfacher, als ja, ihn in irgendeiner Art und Weise dazu zu bringen, seine Mission zu verfolgen oder das einzuhalten, was er sagt. Das heißt, wenn du einen Mann an deiner Seite hast, der wirklich ja, das tut, was er sagt und der eine Mission hat und der, ja, bei dem du einfach ganz klar weißt, wo du halt bist. Dann hast du erstens definitiv den Jackpot mit ziemlicher Sicherheit schon mal erreicht. Und ja, dann mit ihm zusammen weibliche Sexualität zu erforschen, das ist natürlich auch eine Sache, die ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Aber es ist wirklich was, was im Vergleich zu anderen Herausforderungen sehr einfach ist. Und ja, auch eine Sache, den man jetzt Männern nicht so vorwerfen kann, weil es gibt einfach noch so wenig Wissen über weibliche Sexualität und gerade auch, wenn er vielleicht vorher Frauen hatte, die sehr verschlossen waren, die nicht so offen in Bezug auf ihre Sexualität waren, woher soll er denn dann auch wissen, was Frauen gefällt und was Frauen eben nicht gefällt? Das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass das vielleicht so sein könnte, dass du eigentlich eine super gute Verbindung zu dem hast, dass er auch leidenschaftlich ist, dass er die Mission hat und so alles und er weiß jetzt aber vielleicht noch nicht so richtig, was dir gefällt. Er ist manchmal vielleicht noch so ein bisschen verunsichert, was die Sexualität angeht. Ist da die Lösung eben auch einfach Kommunikation und ihm halt ganz klar zeigen, was dir gefällt und was dir eben nicht gefällt. Und da ist es wirklich, ja, da ist wirklich deine aktive Mitgestaltung gefragt. Also bei den anderen Punkten, wenn es so um sein eigenes Leben geht, ist es halt eine Sache, ja, die du natürlich ansprechen kannst, mit dem du auch ein bisschen darüber kommunizieren kannst, aber eben eine Aufgabe, die ja eben eher die Aufgabe vom Mann ist, wo du so ihn ein bisschen dahinstupsen kannst, ein bisschen darauf hinweisen kannst. Aber ob er das am Ende des Tages eben umsetzt oder nicht, ist halt alleine seine Aufgabe und nicht die Aufgabe von dir. Aber was Sexualität angeht, was weibliche Sexualität angeht, das dem Mann klarzumachen, was du möchtest und was dir gefällt, das ist eine Aufgabe, die ihn genauso betrifft wie dich eben auch. Das heißt, da ist die Aufgabe für dich einfach,
wirklich offen zu sein und ja, über deinen Schatten zu springen und einfach das, das auszusprechen, was du eben magst und was du nicht magst. Und vielleicht könnte da auch das Problem sein, in Anführungszeichen die Herausforderung, dass du vielleicht selbst einfach noch gar nicht genau weißt, was du eigentlich magst und ja, dem Mann deswegen auch nicht so wirklich sagen kannst, was dir eigentlich gefällt. Und da sind wir an dem Punkt, wo du sprichwörtlich selbst Hand anlegen kannst und ja, bevor du zu deinem Mann gehst und dem kommunizierst, was dir gefällt, vielleicht erstmal mit dir alleine durch Masturbation eben herausfinden musst, was dir gefällt. Das heißt, da ist es einfach wichtig, erstmal zu wissen, was du selbst eben magst. Falls du es noch nicht magst, falls du es noch nicht magst, falls du es noch nicht weißt, ja, das einfach durch eigene Praxis, durch Praxis mit dir selbst, durch Masturbation eben herauszufinden. Und dann, sobald du weißt, was dir gefällt, einfach sehr offen zu sein. Und wie gesagt, entweder du vertraust diesem Mann eben oder nicht. Also Vertrauen ist einfach unglaublich wichtig. Ohne Vertrauen funktioniert es nicht. Wenn es ein Mann ist, dem du nicht vertrauen kannst, aus einem dieser Gründe, die ich eben genannt habe, oder auch aus einem anderen Grund, kannst du dich natürlich auch nicht für diese offene Kommunikation öffnen. Aber wenn du jetzt wirklich einen Mann an deiner Seite hast, der liebevoll zu dir ist, der stark ist, dem, ja, dem du eigentlich vertrauen kannst, dann liegt es natürlich einfach an dir, dann über deinen Schatten zu springen, über die ganze Programmierung, die wir Frauen in den letzten Jahrhunderten gelernt haben, dass wir über Sex nicht reden dürfen, das einfach zu überwinden und mit ihm eben zu sprechen. Und wenn du so einen tollen Mann an deiner Seite hast, dem du wirklich vertrauen kannst, dann hast du da auch nichts zu fürchten, weil ich habe noch nie einen Mann erlebt, der irgendwie was dagegen hätte, wenn die Frau an seiner Seite offen mit ihm über Sex redet. Also das ist eher im Gegenteil eine Sache, die Männer total großartig finden. Und was da auch einfach wichtig ist, ist, dass Männer teilweise da wirklich einfach schwer von Begriff sind. Das heißt, manchmal haben wir das Gefühl, dass wir Frauen dem ganz eindeutiges Feedback geben und ganz eindeutig zeigen, was wir mögen, aber die Männer checken das überhaupt nicht. Das heißt, sei da wirklich so eindeutig wie möglich, wiederhol Sachen auch gerne, sodass er es wirklich versteht. Und ja, gib ihm auch körperliches Feedback. Das heißt, wenn er etwas macht beim Sex, wenn er dich auf eine Art und Weise küsst, wie du es gerne magst, dann sag ihm das gerne oder stöhne oder ja, zeig ihm einfach auf irgendeine Art und Weise, dass dir das eben gefällt. Und wenn er etwas nicht, also wenn er etwas macht, was dir eben nicht gefällt, dann drück das eben auch aus. Dann sag irgendwie au oder nee, das war jetzt nicht so schön, mach vielleicht lieber etwas anderes. Und ja, gib ihm da einfach so ein offenes Feedback. Ich weiß, dass das sehr, sehr viel Mut erfordert und das ist auch nicht etwas für die meisten Frauen, was einfach so natürlich kommt, sondern was eben Zeit erfordert und Übung, um das halt zu üben. Aber ja, wie gesagt, wenn du einen tollen Mann an deiner Seite hast, dem du vertrauen kannst, hast du da nichts zu fürchten und du wirst merken, wenn du da offen über deine Sexualität redest, wenn du ihm ganz offen Feedback gibst, wenn du ihm auch gerne hin und wieder mal vielleicht eine kleine Anweisung gibst, was du eben magst und was nicht, ja, wirst du es merken, wie, ja, wie stärkend das auch für eure Bindung sein kann, weil einen das wirklich näher zueinander führt und weil, ja, euch das gegenseitig einfach nochmal mehr Vertrauen schenkt. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten, zum dritten Schritt. Und zwar, was ist denn jetzt, wenn du einen Mann an deiner Seite hast, dem du vertrauen kannst, der eine Mission hat, die er verfolgt, dass er das einhält, was er verspricht, dass du bei ihm ganz genau weißt, an welchem Punkt du bist, dass du weißt, quasi, wie die nähere Zukunft für euch aussieht und er super im Bett ist und ja, sagen wir, es vielleicht schon die eine oder andere Sache gibt, die verbessern werden könnte, aber du einfach merkst, nee, eigentlich hat er total viel Ahnung davon, was mir gefällt. Und ja, es läuft eigentlich an sich zwischen euch im Bett, aber du hast das Gefühl, dass du dich ihm einfach trotzdem nicht hundertprozentig hingeben kannst. Und wenn das der Fall ist, dann liegt das mit sehr, sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach an dir.
Das heißt, zu einer sexuellen Praxis gehören natürlich zwei Menschen dazu. Ein Mann ist dafür verantwortlich, dass er seine Mission kennt, dass er dir einen sicheren Rahmen geben kann, dass er dir Stärke zeigt, dass du einfach das Gefühl hast, dass du dich darin fallen lassen kannst. Aber es erfordert natürlich auch viel Übung für uns Frauen, uns wirklich hingeben zu können und unsere ganze Programmierung eben sein lassen zu können. Und wenn du wirklich an so einem Punkt bist, dass du deinem Mann vertrauen kannst und du das Gefühl hast, ja, eigentlich gefällt es mir schon ziemlich so mit dem, was er so im Bett macht und wie er mich küsst und anfasst, das finde ich eigentlich total großartig, kann es sein, dass du vielleicht auch einfach Angst hast davor, dich ganz hinzugeben und dass du Angst hast, was passiert, wenn du ja, dein Herz so sehr gibst, wenn du deinen Körper so sehr gibst. Und das ist dann einfach eine Herausforderung und Aufgabe, an der du persönlich üben darfst. Und ja, natürlich kann man da alles Mögliche machen. Man kann an Glaubenssätzen arbeiten, die dich davon abhalten, dich ganz zu zeigen, wenn du vielleicht das Gefühl hast, du hast Glaubenssätze darüber, dass du sexuell nicht frei sein darfst, dass du verlassen wirst, wenn du dich sexuell ganz frei zeigst. Daran kannst du natürlich arbeiten und du kannst auch viele weibliche Übungen machen, die einfach deine Hingabe, deine weibliche Magie stärkt. Die kannst du natürlich auch praktizieren. Aber was am wichtigsten einfach ist, ist, dass du dich einfach traust und dass du den Mut hast. Und was da einfach ganz wichtig ist, ist, dass Vertrauen nichts damit zu tun hat, dass du nie verletzt werden wirst. Es ist einfach so, dass Männer nicht perfekt sind. Das sind nur Menschen und du bist ja auch nur ein Mensch. Und natürlich sollen wir jetzt nicht einfach jedem x-beliebigen Kerl trauen, aber selbst ein Mann, der dich total wertschätzt oder dich sogar liebt, ein Mann, der ja, der wirklich vertrauensvoll rüberkommt, also ein wirklich wundervoller Mann, auch der wird Fehler machen, auch der wird Sachen machen, die dich verletzen, die dich aufregen, die dich wütend oder traurig machen. Und das ist für uns Frauen einfach wichtig zu verstehen, dass Vertrauen nicht bedeutet, dass wir denken, oh, ja, dieser Typ, der wird mir jetzt nie wehtun, der wird jetzt nie irgendwas machen, was mich abfuckt. Das ist total unrealistisch und ein noch sehr kindlicher Gedanke, den man da hat. Sondern es geht einfach darum, einen Mann zu finden, bei dem du eben weißt, dass es wert ist, da hin und wieder eben mal auf die Schnauze zu fallen. Ja, also das heißt einfach, tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen, aber jeder Mann, der gerade auf dieser Welt existiert und wahrscheinlich jeder Mann, der jemals existieren wird, wird dich irgendwann fallen lassen. Du wirst fallen und fallen und ganz häufig wirst du aufgefangen werden. Und in manchen Fällen wirst du einfach hart auf den Boden knallen und wirst dir wehtun und wirst verletzt werden. Und das ist einfach eine unangenehme Wahrheit, in der weiblichen Praxis, dass Vertrauen nichts damit zu tun hat, dass du dir nicht wehtun kannst, sondern das Vertrauen damit zusammenhängt, dass du dich immer mehr öffnest und dass du einen Partner an deiner Seite hast, der dich wirklich wertschätzt und der nur das Beste für dich möchte. Und in der weiblichen Praxis geht es auch einfach darum, durch diese Verletzungen hindurchzulieben und dich durch diese Verletzungen durchzuöffnen. Das heißt, vielleicht schläfst du gerade mit deinem Partner und er ist super präsent und alles ist schön und plötzlich merkst du, er ist total unpräsent. Und du hast einfach das Gefühl, dass er dich gar nicht mehr sieht. Vielleicht wird er total automatisch und er nimmt dich gar nicht mehr wirklich wahr und du hast das Gefühl, er ist gar nicht mehr wirklich bei dir, sondern mit den Gedanken ganz woanders. Und du fühlst dich einfach verletzt. Und ja, diese Momente werden einfach immer wieder kommen. Und in diesen Momenten ist es einfach wichtig, dass du dann nicht komplett zumachst, sondern dass du durch diese Momente durchlebst, dass du dich durch diese Momente durchöffnest und auch wenn sie schmerzhaft sind, einfach eine Möglichkeit findest, wie du dich in diesem Schmerz entspannen kannst.
Und das klingt jetzt alles am Anfang natürlich sehr abstrakt, wo erstmal die Frage ist ja, was ist denn jetzt mit Öffnen gemeint und was heißt denn jetzt im Schmerz entspannen? Das ist ein anderes sehr, sehr, sehr großes Thema, über das ich definitiv auch noch eine Podcast-Folge machen werde. Jetzt gerade ist es aber einfach für dich wichtig zu wissen, dass, ja, wie gesagt, Vertrauen eben bedeutet, beziehungsweise nicht bedeutet, dass du nie verletzt wirst, dass du nie fallen gelassen wirst, sondern das Vertrauen einfach bedeutet, dass du, obwohl dich dein Mann hin und wieder fallen lassen oder verletzen wirst, dass ja, du trotzdem eine Liebe für ihn spürst, dass du trotzdem eine tiefgehende Verbindung zwischen euch beiden spürst. Und ja, für manche Frauen ist es vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig, da den Unterschied zu wissen, weil man sich dann denkt, ja gut, wenn ich jetzt eh von jedem Mann auf der Welt verletzt werde, warum soll ich dann nicht auch mit jedem x-beliebigen Mann schlafen? Also dann spielt das ja auch keinen Unterschied, ob ich dem jetzt vertrauen kann oder nicht, beziehungsweise ob er seiner Mission folgt oder nicht, warum sollte das dann wichtig sein? Aber bei Vertrauen geht es einfach darum zu sehen, ob ein Mann eben sein Bestes gibt oder nicht. Und es gibt da draußen einfach manche Männer, die eben nicht ihr Bestes geben, die sich selbst zurückhalten. Und es gibt da draußen eben aber ganz viele wundervolle Männer, die bereit sind, 100% für dich zu geben und eine wirklich liebevolle Bindung zu dir aufzubauen. Ja, und ich merke jetzt gerade, dass diese Folge schon sehr lang geworden ist. Über 50 Minuten wieder. Und ich denke, dass ich an diesem Punkt jetzt hier erstmal Schluss machen werde. Ich werde aber auf jeden Fall nächste Woche dann eine Podcast-Folge herausbringen, in denen ich mehr praktische Tipps nochmal gebe, wie du die Hingabe zu einem Mann halt üben kannst. Das heißt, diese Folge war jetzt auch ein bisschen sehr theorielastig. Und die nächste Folge, da wird es einfach um ja, Praktiken gehen, die du ganz, ja, praktisch veranlagt praktizieren kannst, weibliche Übungen, die du praktizieren kannst, um dich deinem Mann sexuell gesehen eben hinzugeben. Das heißt, heute war ja dann ein bisschen Theorie eher und nächste Woche gibt es dann die Praxis, die du dann auch bei dir zu Hause mit deinem Körper umsetzen kannst. Das heißt, falls du das Thema interessant findest und ja, mehr dazu erfahren möchtest, die Übungen erfahren möchtest, dann schalt nächste Woche Mittwoch gerne wieder ein. Und ja, dann sind wir am Ende von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wie gesagt, wenn du möchtest, dann schau gern mal bei Instagram vorbei. Bin da jetzt noch nicht so lange aktiv. Ich glaube, jetzt seit einem Monat wieder oder so. Ja. Aber ich versuche auf jeden Fall so tiefgehend und authentisch wie möglich da zu posten und ja, mein Projekt so darzustellen. Und falls dir die Folge gefallen hat oder der Podcast dir generell auch gefällt, dann hinterlass doch vielleicht eine Bewertung auf iTunes und schreib mir doch gerne, was dir genau am Podcast gefallen hat, was dich so am meisten überzeugt hat. Und das würde mir einfach unglaublich helfen, weil dadurch noch mehr wundervolle Frauen von dem Projekt und dem Podcast erfahren können. Und ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal noch eine wunderschöne Woche. Bleib in der besten Version von dir selbst. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Tabia.